Quack! Und willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. So heißt das Spiel. Wow. Es gibt wieder Kugeln statt Bälle und neben mir der Brutzi. Hallo! So, ich habe schon. Upsa, das war der falsche Knopf. Wie kam ich auf die Karte? 16, ah, so. 17, 18, 19, 20. Eine Armadillo-Basis. Wir sind jetzt in diesem Gebiet. Haben wir einen Hubschrauber hier bei uns? Nee, ne? Nee, aber ein Fahrzeug. Wenn wir ein Fahrzeug haben, wo fahren wir denn dann hin? Wir haben auch Bikes. Ah, hier im Süden gibt es ein Informationslager. Siehst du das gerade, was ich markiert habe mit A? Ja, ich sehe was, ja. 600 Meter. So, Moment, ich muss erstmal gucken, dass ich die richtige Munition habe. Das ist natürlich die falsche. Das siehst du doch, das haben wir doch letztes Mal schon. Ich habe kein Interface. Das Einzige, was ich habe, ist die Karte. Ah, ja. So, ja, dann biken wir. Ja, du bist ja einer der Krassen. Wir wollen hier aufsteigen. Echo. Jawohl. Ich habe die beiden Reifen zerschossen auf der rechten Seite. Also, weil ich eigentlich dachte, wir lassen das Auto für keinen zurück. Alles gut. Oh, was war denn jetzt? Weg hier. Mal explodiert. Scheiß Radio. Querfeld ein. Und hoffentlich nicht, dass ich dich überfahre. Ja, hoffe ich auch. Da steht ein Helikopter. Wow, bremst doch mal! Wow! Ups! Ich pack die Drohne aus. Mach das mal. Zieh nur mal weiter. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Die Drohne ist oben. Sind, glaube ich, sogar nur zwei. Also, ich sehe gerade nicht mehr. Das ist ja simpel. Ja. Aber ein Fahrzeug, ein Auto und ein Helikopter. Bin, na gut. Du hast ja, ne? Also, ich bin in Position und hätte die 1. Ja, dann nehme ich den anderen, warte. Wegen mir können wir. Zählst du runter? Ja. 3, 2, 1, los. Tango ist tot. Gucken wir mal, was hier so gibt. Munition. Fertigkeitspunkt, Nachschubüberfall oder Rebellenoperation? Fertigkeitspunkt, oder? Ja, Fertigkeiten brauchen wir. Infos entdeckt. Wow. Alter, wie viele? Naja. So, wir hätten wichtige Aufklärungsdaten oder wir fliegen gleich zum Fertigkeitspunkt hin. Wie du möchtest, mir egal. Dann machen wir mal einen Fertigkeitspunkt. Yep. Rechts davon auf dem Hügel, ne? Ja, da ist irgendwas noch. Ja gut, aber das sollten wir schon hinkriegen. Können wir erstmal gucken. So, für eine Straßensperre? Wow. So, ich setz. So eingestiegen, dass ich dir nicht helfen kann, aber. Ja, das macht nichts, ich geh erstmal runter. Ja, kannst du hier rechts irgendwo auf den Hügel versuchen. Ja, genau, das ist so der Plan. Aber die Steuerung, dadurch, dass ich mit der Maus jetzt nicht mehr umgucken kann, sondern der Hubschrauber sich dadurch bewegt, ist komplizierter. Verschlimmbessert halt, ne? Die hätten es einfach so lassen sollen. Ja. War zwar nervig, aber irgendwie hat sich doch jeder dran gewöhnt. So. Was? Wollen aussteigen? Wow! Huch, der rutscht ja. Boah, vor allen Dingen die rote Blätter kamen gerade echt. Tschuhus! Naja, er steht. Nee, steht er nicht. Nee, er. Der rutscht da in die Gegnermassen. Oh ja, Tatsache. Erwischt? Ja, Vollgas. Der hat die alle platt gemacht auf einen Streich. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal zu dem LKW da. Welchem LKW? Da unten steht ein LKW. Ja, dann gehen wir da mal hin. Was macht er? Hm.
Ach, guck mal hier. Alle umgenietet hier. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Oh. Ich wollte eigentlich nicht einsteigen. So, naja, ich gehe mal hier im Busch in Deckung. Ich bin jetzt grün getarnt. Ja, bitte ein Fortman. Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Hinten wird wahrscheinlich noch irgendwo einer im Gebäude sein. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Da ist er. Feinde. So, dann gehen wir mal rechts oben auf dem Hügel, würde ich sagen. Eine Kartellsendestation. Brech die Tür auf und leg das Terminal an. Hä? Achso. So, ich schau mal, dass ich irgendwie die umgehen kann. Okay, ich hätte den 1er im Visier. Ich habe jetzt gerade gar keinen im Visier, aber ich kann kurz verlegen. Okay. Hola, hey. Hinten hinterm Haus. Okay. Noch zwei Mike. Kommt einer ums Eck? Warten wir nochmal kurz, was der macht. Ja. Wenn der wieder zurückgeht, dann stürme ich hier in das Haus rein und du kannst die vorne mal gucken. Ich habe jetzt gar keinen mehr im Visier. Moment. Tango getroffen. Der eine versteckt sie nur hinter der Ecke. Oh, was macht er? Was macht er? Lädt einfach nach. Halt dein Maul, war das knapp. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. Hey, hier ist ein Orden, Junge. Oh, du machst Fotos. Ja, ich hab uns mal. Oh, 7 Waffen und Zubehörpositionen. Der Orden war ja noch irgendwo. Ja. Ach, hier. Draußen? Ja. Ah. Wie schaut es im Fertigkeitsmenü aus? Stabiles Ziehen, dafür brauche ich noch jede Menge Treibstoff. Ganz, ganz viel. Naja. Ganz lang her, ganz, ganz lang her. So, Munition auftanken. Gab's hier? Oh, Tatsache. Irgendwo gibt's hier. Außenseite. Ah, hier. Oh, ich kann nicht. Ich auch nicht. Naja. Noch fliegen wir mal zum nächsten. Jo. Waffen wären cool, ne? Ja. Gibt's denn jetzt nächste Waffe? Da oben gibt's Waffe. Was hätten wir hier? Hier hätten wir eine Pistole. Was haben wir denn sonst noch? Pistole. Adpial Laservisier. Wow. Den Autopiloten hätte ich gern, der uns so klar auf der Stelle hält beim Havern. Da musst du mich engagieren, ne? Ja. Comp M4 bietet zweifach Zoom. Was haben wir hier? Blödes Fragezeichen, hau ab. Gedämpfter Schaft. Und eine SR635. Keine Ahnung, entscheid du. Irgendwo hin. Okay, dann nehmen wir uns Magazin für 5.7 haben wir nicht. Dann nehmen wir hier unten das Adpial-Visier. Laservisier mit Schienenbefestigung in Nachtsicht sichtbar. Cool. Jo. Hui.
Gib Gas. Ich habe mir gar nichts zu trinken geholt. Merde. Ja, wir machen ja nur heute nur die eine Folge, danach kannst du was trinken. Ja, genau. Wie alt ist das? Hm. Ich gehe mal da so ein Stück links davon runter. Ja, da wo diese komische Sandstraße ist. Ja, genau. Ja. So, langsam. Okay. Hier ist irgendwie die Begrünung schöner als im letzten Gebiet. Ja, finde ich auch. Sind das Hanfpflanzen? Ich glaube nicht. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Hab ein drittes Ziel. Ich nehme die Drohne. Hab noch einen. Macht fünf. So, ich schnapp mir dann gleich den einen Typen, der am Auto steht. Warte mal. Weiß nicht, ob das offen ist. Beide. Sieht schon so aus, dass man rein kann. Okay. Wer hat eine Geisel? Der Typ am Auto. Auto? Ja. Er hier. Da kniet zumindest einer vom Bus und hat die Hände über den Kopf verschränkt. Oh ja. Na gut, den kannst du als erstes ausschalten. Vielleicht kriege ich den Zweier, der mit zwei Uzis da rumsteht. Ah, das Klärchen. Ich fange gleich an. Warte mal, gib mir noch einen Moment. Jo, den Zweier könnte ich auf jeden Fall. Okay, dann 3, 2, 1, los. Tango ist tot. So, ich guck mal, ob ich den Typen befreien kann. Oh, er ist frei. Er rennt weg. Kein Problem, bitte. Ist übrigens ein Rebell gewesen. Ja. So, Sekunde, ich muss mal eben kurz husten. Hat sich bewaffnet. So, Entschuldigung. Kein Problem. Also der Rebell hat sich bewaffnet. Sehr schön. Ich gehe mal rechts umfassend zur Straße vor. Und dann jetzt können wir den Typen am Helikopter ausknipsen und den dahinter. Obwohl der dahinter ist weg. So, und der andere ist hinterm Hügel. Das ist die Polizei! So, alles safe hier. So. Ist wie Tontauben schießen. Nur einfacher. Ich sehe eine Waffenkiste. Laser, Visier. Geil, das kann ich gebrauchen. So, muss ich dann gleich mal ausstatten. Gucken, wie das funktioniert. Oh, das werde ich vielleicht auch mal tun. Wie waren das nochmal? I, glaube ich, ne? Ja. Genau, I und dann das Ding. Sturmgewehr, ich glaube. Sturmgewehr, ja. Unterlauf habe ich ein neues. E36 ist das gar nicht, anscheinend. Abpier. Scharfschützen gewesen? Ich schau gerade. Ja, auch geil. Okay. Ja, wahrscheinlich nur für eine andere Waffe. Gibt es denn eine Waffe, die Adpia heißt? Ich schau gerade mal. Weiß nicht. Alter, wie viele Waffen gibt denn das mittlerweile? Leck mich am Arsch. Ja. Oder vielleicht für die Pistole. Das könnte auch sein. Handfeuerwaffe.
Erscheinung ändern? Nö. Teile? Verschiedene Handgriffe. Oder muss das da irgendwo mit hin? Ich gehe mal eben alles durch. Abzug nicht, Magazin nicht, Unterlauf hatten wir gerade. Schiene. Adpial Laservisier. Hatten wir das nicht? Ja, das war das. Wieso kann ich das hier nicht dran basteln? Bei mir ist das... Erkunden Sie Pucara oder schalten Sie dieses Teil im Store frei. Ach was. Sind wir gerade in Pucara? Weiß ich zumindest nicht. Wir sind in Okoro. Santa Rosa. Seltsam. Seltsam ist es hier am Berg. Pucara ist links von westlich uns. Von uns, ja. Naja, da haben wir einen Leutnant und eine Zubehörkiste. Dann würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Ja. Helikopter. Ja. Helikopter. Wieder schön Leutnant auseinandernehmen. Möchtest du fliegen? Nö, mach mal. Ich bin der Pilot. I-Bims, der Pilot. I-Bims, ein Sportgeschütz. Jo. Baumfell und Schneidearbeiten. Kann man eigentlich so einen Überschlag machen damit? Nee, kannst du nicht hochschaukeln. Schade aber auch. Alter, siehst du, wie viele rote Punkte gerade unter uns sind? Ja. Megapark. Das ist ja auch so ein bisschen aufgescheucht. Brr. So, kommen wir da von dem Reisfeld, oder? Ja, nicht irgendwie so rechts davon. Da ist ein Helikopterlandeplatz. Wo? Direkt da, so, bei der Waffenkiste. Ja. Aber da steht schon einer. Ja. Ah, super. Immer sind die Parkplätze belegt. Wow, rechts von uns Gegner, links von uns Gegner. Vor uns Unidad-Vogel. Ja, moin. So, raus und ins Gebüsch. Okay. Das haben wir ja wieder toll hinbekommen. Was denn? Naja, die haben uns nicht gesehen, haben wir toll hinbekommen. Ja. Achso, das klang so ironisch. Nee, Ironie ist aus. Gibt's heute nicht mehr? Ja doch, aber vielleicht später erst. Okay. Gibt's dann zum Lebkuchen und Milch? Oh ja. Aufnehmen tue ich. Nur nochmal sicherheitshalber geguckt. Ja. Oh, vielleicht soll ich dem Typen mal Ausdauer kaufen. Der ist ja sowas von unterentwickelt. Ich könnte mit dem Traktor reinfahren. Ultra Silent. Best Traktor. Setze Drohne ein. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Die haben Lichtpaneele hier. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Das ist mal wieder hier so eine Mission. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Und da sollen wir jetzt heile einen Leutnant ausbringen. Na, gute Nacht. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Die haben Alarm am Start. Am Start? Am Stissel? Am Stissel McFizzle. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Wagen mit montierter Waffe. Noch ein Tango, es sind jetzt 10. Ach, wegen Zähne, scheiß ich mal nicht ein. Ich würde ja vermuten, dass in dem Haus noch welche sind. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich sehe einen Generator.
Oh, das ist ja schön, dass du einen Generator siehst. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. So, jetzt müssen wir eigentlich alles haben, oder? Ich glaube auch, ja. Ah ja, drüben noch. Scheiß Mörser. So. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Ein paar Lichtpaneels. Tja, ich glaube, von links ist die einfachste Variation oder von beiden Seiten. Ja, von links, da ist einer, der rumläuft. Weil, ja, ich. Auf die montierten Waffen oben auf dem Turm aufpassen. Ich würde fast hier von hinten, vom Helikopterplatz, versuchen, leise reinzugehen. Aber da kommen wir nicht drüber, ne? Wegen Zaun und Ding. Ja, wegen Nicht-Kletterbarkeit. Ah, doch, das hier ist bei mir. Ist ein ganz kleiner, da fehlt ein ganz kleines Stück Zaun, fehlt da. Also man könnte vom Helikopter aus reinkommen. Ich hätte die Scharfschützen oben jetzt noch mit platt gemacht. Wo sind welche? Warte. Die montierten Waffen, meinst du? Genau, bei den beiden montierten Waffen. Ja, die. Das sind schon. Negativ. Das sind einfach nur Deppen. Da ziehen einfach nur so ein paar Beppos, die da rumstehen. Ja, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dann gehen wir links rein. Komm mit. Ja. Hui. Oh, oh. So, knipsen wir dann erst die oben auf dem Turm aus. Ich brauche nur noch eine Position zum Schießen. Scheiße, Zweier ist nicht mehr in Sicht. Ich bewege mich mal noch ein Stück. Und füllen die zwei? Ja, sobald ich ihn wieder sehe. Ich sehe das Köpfchen vorschieben, aber. Ah, muss ein guter Schuss werden. Gut, dann. 3. Jetzt so runter. 2, 1. Ein Drecksack weniger. Hat da. So, mal gucken, wo der Beppo steht. Mal die Pistole holen. Schon lange nichts mehr mit der Pistole getötet. Unserer goldenen. Oh ja. Oh, ein Alarmknopf. Soll ich da drauf drücken? Welche formidable Idee. Ja, finde ich auch. Ist das die Sniper? Nein. Gib mir die Sniper. Tschuhus. Tango ist tot. Oh, da drüben. Welcher ist denn eigentlich der Leutnant gewesen? Weiß ich auch nicht. Soldat. Soldat. Soldat, Soldat, Soldat. Wow. Was denn? Hier kommt jetzt ein Zug lang anscheinend. Ja. Übelst laut gehupt. Einer weniger. Stück für Stück ein Land auseinandergenommen. Gibt es irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Wir bringen ja Frieden. Bitte? Ob es hier irgendwas Wichtiges gab zum Mitnehmen? Nee, da hinten nicht. Da gab es nichts. Siehst du ihn hier? Ja. Okay. Er bewegt sich gerade.
Setz dich mal hin, du Pisser. Komm ich halt zu dir und töte dich. Abschuss bestätigt. War knapp. Ja, sieht man den? Wen? Ja, ich überlege gerade, ob man den Gegner sieht, aber ich glaube nicht. Shit, da komme ich nicht hin. Der bei dir, da komme ich nicht hin. Ich versuch den zu kriegen, bevor er den Gegner sieht. Oh, er läuft einfach dran vorbei. Naja, er hat ihn vielleicht gar nicht leiden können oder so, weißt du? Wo war denn der Generator da oben? Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Okay. Schau mal, was ich hier sonst noch so machen kann. C4 in Position. Wie C4? Alles gut, ich habe nur C4 angebracht beim Generator, falls sie den wieder scharf machen wollen. Achso. Moin, Waffenkiste. Jo. Die Optik. Wie war das? E und F oder F und E? Was denn? Greifen und verhören. Ich glaube E. Drohne fliegt. Ruhig, Kamine. Da ist ein zweiter Tango. Was denn? Also EF ist anscheinend die falsche Kombination. Okay. Hast du ihn erschlagen? Ja. Ja, moin. Da liegt er. Der Typ im Hut. So, da hinten kann ich natürlich so nicht hingucken. Was war denn das jetzt? Ein C4. So, Waffenkiste gab es hier irgendwo? Ja. Die hole ich mir. Mach das mal. Ich gönn mir mal. Gab es sonst irgendwas Interessantes? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Das muss jetzt hier auch dunkel werden, ne? Hier ist deine Waffenkiste. Wieso? Das wollte ich schon immer. Aber so? Oh, Jeep mit Gatling drauf? Geil. Ein schöner Sonnenuntergang. Abschuss bestätigt. So, ich schau mich noch mal eben um, ob es noch irgendwas gibt. Ich mache gerade die, die du gerade nicht... Ja, die hier auf der anderen Basis gegenüber, ne? Ja. Bin aber weg. Da ja, habe ich keine Lust gehabt. Da gibt's auch nichts mehr, glaube ich. Dann komme ich wieder rein. Hier im Laden gibt's Munition. Oben gibt's bestimmt noch was. Oben gibt's immer was. Wie ist das, wir das jetzt nicht überraffen? Was sagst du? Also das ist jetzt so offensichtlich, dass wir das übersehen hätten. Ja, was heißt übersehen? Wir waren halt noch nicht hier, ne? Aber hier gibt's irgendwie... Ja, nicht mal Sprit, ne? Feuerwerk! Was für ein Luckshot war das denn? Hä? Ich habe von hier oben gerade einen Zivilisten aus dem Auto geschossen mit der Pistole. Aus Versehen. Aus Versehen. Ja, das war echt aus Versehen. Hua. So, na gut, mit diesem Versehen
Melden wir uns erstmal ab und sehen uns dann quasi nächste Woche wieder. So ist es richtig. Macht's gut und tschüss. Wiedersehen. Was denn? Ja, beende erstmal die Aufnahme. Ich zeig dir gleich mal was. Okay. Tschüss.